In diesem Video möchte ich mal den neuen Thunderbird in Version 60 mit EM-Client vergleichen. Ja, als erstes die Mail-Einrichtung, das ist bei beiden ziemlich einfach. Entweder der Mail-Server wird direkt erkannt, also der IMAP-Server, oder man muss ihn manuell eingeben und natürlich Benutzernamen und Passwort. Das ist bei beiden kein Hexenwerk und somit bekommen beide einen Punkt. Wie sieht es bei der Kalendereinrichtung aus? Das sieht ähnlich gut aus. Also Kalender gibt es eine CalDAV-Adresse und die kann ich beiden halt mitgeben. Und auch hier wieder Benutzernamen und Passwort und schon ist der Kalender eingerichtet. Ja, beim Adressbuch, bei der Synchronisation, das sieht es doch deutlich schlechter aus für Thunderbird, deshalb bekommt hier EM-Client den Punkt. Was ist da genau das Problem? Ja, das Problem ist sehr vielschichtig eigentlich, denn Thunderbird hat schlicht und ergreifend keine Möglichkeit, CardDAV zu synchronisieren. Das ist das Standardprotokoll. Das ist sehr schade, dass das nicht geht. Das muss mit einem Add-on nachgerüstet werden. Da gibt es dann mehrere Optionen. Ich habe mal hier fürs Video Cardbook genommen. Das ist total bescheuert, weil dann habe ich auf einmal wie so eine Art zwei Adressbücher im Thunderbird. Das ist auch beim Benutzen und Mail verschicken total eklig, weil es dann immer aus den zwei Adressbüchern ja, die Sachen anzeigt als Vorschlag und auch noch nicht in dem nicht schön integriert in Thunderbird. Man merkt einfach, dass dieses Cardbook draufgesetzt ist. Das Design ist ohnehin nicht so schön vom Cardbook. Ja, in EM-Client kann ich das einfach integrieren, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Ich weiß, es gibt auch den SoGo Integrator. Es gibt verschiedene Add-ons, die das können für den Thunderbird, ja, die mir halt auch wieder ihre Stärken und Schwächen haben. Ja, das Design, da habe ich ja schon was angesprochen beim Thunderbird, da sieht es auch bei EM-Client deutlich besser aus. Dadurch, dass man nicht für jeden Mist ein extra Add-on installieren muss, hat man einfach ein integriertes Design und das Design ist meiner Meinung nach auch deutlich schöner als das von Thunderbird und somit ist das Ganze auch benutzerfreundlicher gehalten. Zum Beispiel kann ich Kalender oder ja, Kategorien direkt eine Farbe zuweisen bei EM-Client. Für Thunderbird bräuchte ich da wieder ein extra Add-on, um das so zu bewerkstelligen. Da hat der Eintrag im Kalender erstmal, also der Termin hat erstmal die Farbe des Kalenders. Und für Termine kann ich zwar in Kategorien festlegen, aber da wird dann nur so ein kleiner Farbpunkt hingemacht. Und bei EM-Client kann ich halt Termine ja in einem Farbton färben, wenn ich halt eine Kategorie zuweise. Kommen wir zur Verschlüsselung. Da habe ich immer Thunderbird genutzt. Auch da musste ich Add-ons installieren, die sich auch nicht so schön integriert haben. Und bei EM-Client ist das alles schon integriert. Also auch da wieder nur ein Punkt für EM-Client. Und das ist dann auch unser Endstand. Ja, vielleicht verliere ich noch ein paar Worte zum Preis. Thunderbird ist Open Source und ist auch kostenlos. EM-Client wiederum ist für zwei Mail-Accounts kostenlos. Möchte man mehr nutzen, muss man 40 Euro bezahlen. Finde ich absolut fair. EM-Client ist meiner Meinung nach auch das bessere Programm. Und von daher ist auch gerechtfertigt, dass man da was für zahlt. Und ich brauche eh nicht mehr als zwei Accounts, von daher muss ich nicht mal zahlen. Finde ich also eine völlig faire Preisgestaltung.